Und damit ein Hallo und herzliches Willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Flui für die Leute, die mich noch nicht kennen. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu Sword Art Online Last Recollection. Am 6. Oktober erscheint auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X und S und auf Steam endlich das neueste Spiel des SAO-Universums, und zwar Sword Art Online Last Recollection, welches übrigens basiert auf den War of Underworld-Teil des Animes, das bedeutet den zweiten Teil der dritten Staffel oder auch bekannt als die vierte Staffel von Sword Art Online. Dabei befinden wir uns aber im Gameverse, was bedeutet, dass Charaktere wie Yu-Gi-Oh! Und Cardinal überlebt haben. Auch Charaktere wie Medina und Rogu zum Beispiel befinden sich in dem Spiel. Auch Charaktere wie Asuna, Leaf und Shinnon befinden sich schon in der Underworld. Und nun sind wir endlich angekommen im War of Underworld. Ich würde sagen, wir starten das Spiel. Wir befinden uns hier in der Demo, welche am 26. September herauskam, welche wir gerade live auf Steam spielen. Hier können wir die ersten Minuten von Last Recollection schon mal spielen. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Wir spielen das hier parallel gemeinsam auf Twitch, die Demo. Und zum Release spielen wir das Spiel am 6. Oktober gemeinsam auf Twitch. Und zwar von 16 bis 0 Uhr. Und zwar auf der Plattform Steam. Wir spielen auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Ich denke mal, Schwierigkeit Geschichte, denke ich mal, ist halt ganz easy, aber wir bleiben bei normal. Damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Last Recollection. Das ist übrigens das Projekt, wo wir uns die Story angucken von Sword Art Online Last Recollection. Es wird noch Tipps, Tricks geben und noch einige andere Sachen, aber das hier ist die Story von Last Recollection. の記憶が浮かんでいた。人が死の淵に足を踏み込んだ時、それまでの人生の記憶がたくさん思い出されるという話を聞いたことがある。でも私の頭の中に浮かんでいるのはたった一つの 出来事だけだった。まだ母さんが生きていた頃の記憶だ。私は尋ねた。世界が終わるのと自分が死ぬの、何が違いがあるの？と。世界というものは私が認識して初めて私にとって 世界になる。私が死ねば私が見ている世界もおしまい。私が死ねば私は世界が見られない。だからそれは世界の死と同じなのではと。
そう尋ねる私に、母さんは言った。母さんが死んでも、その思い出はドロシーの中で生きてる。父さんの思い出も母さんの中で生きてる。自分が死んでも命はそこで終わりじゃないんだよ。決して見えずとも続いていくものが確かにある。世界はそうして自分が消えた後も続いていくんだと。母さんの言うことが本当なら、私の命も誰かの中で生き続ける。きっと無駄じゃない。母さん、もしそばで見ていてくれるのなら応答してください。母さん、私あなたに誇れる生き方ができたでしょうか。立派に生きた。もう頑張らなくてもいい。母さん、応答してください。応答してください。Und damit befinden wir uns also jetzt im Spiel. Das war also die Eröffnungsszene. Anscheinend haben wir jetzt Dorothy direkt am Anfang gesehen. Also war das schon mal ein Foreshadowing auf das, was noch kommt. Kirito, wie hast du das gemacht? Ah, ja, nein, nein. 形の良い木の棒でも見つけたのかと思いました。アリス、俺のことどれだけ子供だと思ってるんだ。さすがにもうそういうことは。いや、すごくいい棒だったらわからないけど。まったく、それでもアンダーワールドを救った英雄ですか。お前はいつまでも脳を駆け回る子供のようですね。俺は英雄なんかじゃないよ。キリトがそう思わなくても、周りの人はもうそういう目で見ているよ。はい、お前は不作法者ですが、剣士としての腕前は一流。英雄と呼ばれるにふさわしい行いもしてきました。もっとしっかりしてください。手厳しいな。それにしても、出会った頃か、懐かしい。Ich würde sagen, dieses was bisher geschah, lassen wir. Das heißt, falls ihr nicht wisst, worum es überhaupt ging oder was bislang passiert ist, ich habe es ja schon mal so ein bisschen angeteasert, was bislang geschah. Das halt, also wenn ihr wisst, um was es hier ging, es ging um Last Recollect, es ging hier um Alicization Lee Chorus. Ich denke mal, dass man hier versucht jetzt die Story weiter, beziehungsweise nochmal zu wiederholen. Aber ich hoffe, ihr habt Sword Art Online Lee Chorus bei mir auf meinem Kanal gesehen. Ansonsten, ja, wir skippen das jetzt erstmal. Ich denke mal, dass jetzt hier nochmal die ganze Lee Chorus Story gesprungen wird. もうすぐ目的地の東の大門です。おじさまが待っておいでですよ。さあ、行きましょう。今の俺は、現実世界の高校生ではなく、アンダーワールドの剣士だ。ここにいる人々のために剣を振るいたい。たとえどんなことがあっても。だから言うことは。
今から言うことはカーディナルさんやアンダーワールドの人たちを傷つける言葉になると思う。構わん、続けてくれ。聞くならばわしが適任じゃ。彼らの目的は高度なボトムアップ型の AI を作り出し、私たちの世界で兵器として軍事転用することなんです。ラースの人たちが求めている優れた人工高適応型知的自立存在はある名称が付けられています。アーティフィシャル、レイビル、インテリジェント、サイバネーテッド、イグジスタンス、通称アリス。全てはこのアリスを生み出すためだけに用意されました。このアンダーワールド、全てがです。菊岡さんたちが言うには、整合騎士となったアリスさん、アリス申請者サーティが候補として該当するそうです。キリト、このことはまだアリスに言うべきではない。わしとアスナ、そしてお前だけの間でしばしとどめよう。たとえどんなことがあっても、俺は剣を振る。大切な人々を守るために。最近カセドラルでの訓練ばかりで実戦をしていないのでは？あ、言ったな。じゃあ整合騎士のアリスさんにいろいろご教授いただこうか。Ah, jetzt beginnt also das Kampftutorial, wie es ausschaut. So etwas haben wir seit den Wolkengarten nicht mehr gemacht, oder? Also ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob der Sound soweit passt. Ja, denke schon. Es ist halt so die ersten Parts, beziehungsweise die ersten, der erste Stream, beziehungsweise jetzt der Inhalt der Demo. Wird es halt vielleicht so sein, dass halt der Sound vielleicht noch nicht passt, dadurch, dass ich halt noch nicht weiß, wie das Sounddesign so vom Spiel ist. Deswegen lassen wir uns einfach mal im ersten Stream, beziehungsweise in den ersten Parts noch ein bisschen überraschen. Ich weiß ja nicht, wie lange die Demo geht. Du sagst das, als wäre es schon eine Ewigkeit her, aber lass mich bitte heil, große Ritterin. So, ich bin mal sehr gespannt, wie das Kampftutorial laufen wird. Weil ich kenne ja das immer noch durch Lycoris. Das ist jetzt für mich auch gar nicht mehr so lange her gewesen, dadurch, dass ich ja Lycoris lange gespielt habe. Genau, und einiges hat man ja auch schon aus der Demo gesehen, beziehungsweise aus den Videos. Okay, wir müssen schon mal ein paar Schlagkombos einsetzen. Okay. Das haben wir auf jeden Fall schon mal ohne Probleme geschafft. Natürlich wird das Spiel noch mal ein bisschen geupgradet sein im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Alicization Lycoris. Das hat man schon in den Trailer und im Gameplay gesehen, dass das Spiel schon deutlich verändert hat. Das heißt, es ist zwar weiterhin Lycoris, man sieht so ein bisschen an der Engine und auch schon vom Kampfgeschehen her, dass es immer noch Alicization Lycoris ist, aber es ist jetzt deutlich dynamischer, es funktioniert jetzt deutlich besser und wir hoffen natürlich, dass es nicht solche krassen Bugs wie in Alicization Lycoris gibt. Nicht schlecht, Kirito, gute Technik, aber du bewegst dich immer noch steif. Jetzt weiche ich meinen Angriffen aus, drücke während meiner Schläge die Schritttaste. Genau, das ist die X-Taste, das ist auch weiterhin noch die X-Taste. Also dann, zweimal sollen wir Alice ausweichen, dann greifen wir an, Kleine. Okay, da sollten wir anscheinend das perfekte Ausweichen machen. Ja, okay, das perfekte Ausweichen soll gemacht werden, weil es gibt natürlich einmal das perfekte, einmal das Ausweichen und dann halt das perfekte Ausweichen. Ja,
Ja, es steht tatsächlich auch schon, also wir sollen es tatsächlich perfekt machen. Das ist natürlich das Timing ziemlich schwierig. Das ist jetzt am Anfang noch ziemlich einfach, aber gerade im späteren Verlauf, das hat man gerade in Lycoris gesehen, dass das schon ziemlich böse sein kann, gerade dieses perfekte Ausweichen zu timen. Du bist einfach ausgewichen. Dann mache ich jetzt ernst. Jetzt brich meinen Angriff und lande eine Kombo zum Ausführen deiner Abschlusskünste. Genau. Brechen können wir natürlich auch weiterhin. Ja, da haben wir das auch schon geschafft und können jetzt im Grunde genommen eine Special einsetzen. Oder beziehungsweise jetzt sozusagen unsere Ulti. Das ist jetzt die Ulti von Kirito, aber da gibt es natürlich noch mehr und natürlich noch spektakuläre. Jeder Charakter hat so ein bisschen seine eigene Ulti, beziehungsweise später bei einigen, also nur gewisse Charaktere haben eine spezielle Ulti, wie halt zum Beispiel Kirito und Alice, aber es gibt auch Standard-Ultis. Das kommt dann halt je nachdem drauf an, was für ein Schwert man hat. Du hast dich recht gut geschlagen, Kirito. Das war keine Zeitverschwendung. Auch übrigens zur Synchro. Es gibt in dem Spiel nur die japanische Synchro, also weder die englische noch eine deutsche Synchro gibt's. Texte sind aber natürlich logischerweise auf Deutsch. Das heißt, wenn ihr euch das Spiel kaufen werdet, jetzt auch zum Beispiel, wenn das Spiel denn rauskommen wird, werdet ihr das gleiche haben. Japanische Synchro mit den originalen japanischen Synchronsprecher. Also alle Synchronsprecher, die ihr aus dem Anime kennt, werden auch hier dabei sein. Aber ganz wichtig, nur die japanischen, keine englischen. Keine deutschen, aber dafür deutsche Texte. Vielen Dank, ich fühle mich auch wieder richtig gut in Form. Okay. Wir befinden uns jetzt schon am Tor. Kirito, da ist das Osttor. Komm, beeilen wir uns. Bekuli wartet schon. So, und da bin ich auch wieder zurück. Das Osttor droht einzustürzen und Krieg mit den dunklen Rittern, Dark Territory steht bevor. Überprüfe das Tor und sprich mit Kommandant Bekuli. Alles klar. Ja, das ist so ein bisschen wie bei Alicization Lycoris. Da oben die Karte und natürlich da vorne links den Speicherpunkt. Ja, das wird uns hier gerade nochmal angezeigt. Das sind natürlich auch parallel auch Punkte, wo wir theoretisch ganz, ganz schnell auch... Oh, dieses Mal tatsächlich... Oh, das Speichern ist auf jeden Fall sehr interessant. Das ist auf jeden Fall nochmal anders, weil eigentlich konnte man hier nur ein automatisches Speichern machen oder nur ein bestimmtes Speichern. Hier kann man jetzt tatsächlich verschiedene Punkte anlegen. Ganz wichtig auch, wenn ihr die Demo von Sword Art Online Last Recollection spielt, könnt ihr dann euren Spielfortschritt ins fertige Spiel mit übernehmen. Ah, da haben wir sogar schon das allererste Item, was man hier aufheben kann. Wird natürlich ähnlich sein wie in Lycoris, dass man das ein oder andere Item noch so aufheben kann. Ich spiele übrigens parallel mit dem PlayStation 4 Controller. Nur für die Leute, die sich fragen, warum sieht man da zum Beispiel bei dir die X-Taste. Das liegt einfach da, oder hier zum Beispiel diese PlayStation 4 Controller anzeigen. Das liegt einfach daran, dass ich hier dieses Spiel parallel auf mit dem PlayStation 4 Controller am PC spiele. Also ganz wichtig nochmal, ich spiele hier auf Steam, beziehungsweise auf dem PC für die Leute, die sich interessieren, auf welche Konsole ich spiele. Gerade was ist, ich spiele dieses Spiel übrigens Last Recollection auf den höchsten Einstellungen. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wenn ihr das Spiel auf der PlayStation 4 spielt oder auf Xbox One, das heißt auf den Last Gen Konsolen, dass ihr vielleicht das Problem haben könntet, dass das bei euch ein bisschen anders aussieht. Oh, guck mal, hier sehen wir auch schon die anderen Mädels. Hi! Okay, die werden nicht mal synchronisiert. Ah, Kirito!
Asna, ich sehe, ihr seid mal wieder vor mir da. Ja, wir haben von dem Angriff auf das Osttor gehört und wollen nicht rumsitzen. Ja, du warst ja total von der Rolle, Silica. Die Angriffe waren schon vorbei, als wir ankamen, aber das hält nicht ewig. Die Truppen von den Menschenreich geben alles. Wir müssen irgendwie helfen. Fragen wir doch ganz direkt. Gute Idee. Pekuli und die anderen sollten gleich da vorne sein. Alles klar, danke, dann gehe ich schon mal vor. Genau, wir haben nämlich starke Verbündete. Diese Charaktere sind, wie gesagt, schon aus Alicization Lycoris, auch so von den Kostümen her. Das sind übrigens nicht die DLC-Kostüme. Da gab es tatsächlich noch andere von DLC von her. Aber hier hat man anscheinend jetzt das Standard-Outfit an. Wie gesagt, wenn ihr nur War of Underworld gesehen habt, werdet ihr ein bisschen verwirrt sein. Aber wie gesagt, das kommt aus Sword Art Online Alicization Lycoris, dem Vorgängerspiel, auf das das im Grunde genommen aufbaut. Aber trotzdem werden wir hier War of Underworld haben. Aber ihr habt ja schon gesehen, dass es hier teilweise ein bisschen auch anders sein wird als im Vergleich zum Anime. Aber trotzdem werden wir das War of Underworld haben, so wie ihr das ja schon gerade so ein bisschen mitbekommen habt. Gerade weil wir ja jetzt am Osttor sind. Wir können auch mal hier ganz kurz bei den Shops vorbeigucken. Ah, okay, wir können auf jeden Fall schon mal so mit denen interagieren. Okay. Dann lassen wir erstmal das und gehen vorne zu Berkuli und Vater Neo. Haben wir natürlich direkt abgeschlossen. これがみんなが言ってた。ええ。ダークテリトリー側からの攻撃です。大門崩壊が早まるわけでもないのですが、この緊張状態への圧力とでも言いましょうか。最近は特にひどいものです。お前たちが力を貸してくれると言った以上、現在の状況も包み隠さず見せた方がいいと思いまして。 それで連れてきたのです。戦争が起きれば、あそこから幾千、いえ、幾万もの敵が現れ、人海を蹂躙します。今はダイモンが受けている攻撃を私たちが浴びることでしょう。それを見届ける覚悟がありますか？覚悟ならいつだってあるさ。お前は巻き込まれているだけに過ぎないのですよ。巻き込んでもらわないと困る。知らないところで傷つかれるより巻き込まれた方が俺はいいんだよ。友達をアリスを守れないだろ。うん、キリトの言う通りだ。最前線で戦うのは聖号騎士だしね。 揃いも揃って大馬鹿者です。けれど、私はいい友人を持ちました。ありがとう、キリト、ユージオ。それで実際暗黒海側と戦ったら勝敗はどうなると予測されてるんだ？俺たち戦国士がいるんだから軍配はこちらだと言いたいところだが、はい。 我ら聖号騎士の突出したこの力は闇の軍勢ごときに負けるはずがありません。しかし暗黒界には人海側にはない圧倒的な兵の数が存在します。どれだけ勇猛に戦ったとしても、その数の前にひれ伏してしまう可能性があるのです。何事ですか？あれは
敵同士で戦っているのか。何にせよ、敵は敵。人界への侵入は許しません。 待ってくれ、子供がいる。 あの飛竜の乗り手は攻撃するな。追撃者に攻撃用意。 ジェネレートエアリアルエレメント、ディスチャージ。 了解、俺が先行して敵を引きつける。周りの援護頼んでいいか。最悪の組は笑わない。この手は常に勝利する。長所の戦士となりて、我が道の行く先には栄光を。その背に屍を、あらゆる剣も槍も 我が身を貫くことはない。上昇の戦士の名はドロシー・イザヤ・エリシュバ。この祈りでかの者は主語を得る。危ない。 最悪の神は笑わない。かの者は常に 人界の名のある剣士とお見受けするお目通りを願いたい。<笑><笑>よくわからないけど、君は人界の誰かに用がある。 どうやらこちらに危害を加えるつもりはない。それどころか俺たちを助けようとしてくれている。そしてあれを倒さないとオチオチ会話もできない。で合ってるか。助太刀感謝します。黒髪の剣士、 名前をお聞きしても。キリト。君の名前は後で教えてくれ。Sie hat doch schon ihren Namen gesagt. Alles klar, dann legen wir doch einfach mal los im Kampf gegen das Vieh. Ah, so können wir auch unsere Skills einsetzen. Und Star Wars Stream haben wir auch aktuell schon. Okay. Die Gegner können wir natürlich ebenfalls anvisieren. Achso, okay, wir haben das Ziel erreicht. Deswegen haben wir jetzt das bekommen. Ah, Konton, das ist eklig.
Konterattacken sind sehr eklig. Also ich finde das ein bisschen nervig, dass wir jetzt hier immer noch irgendwelche Tutorials haben. Ich würde das total... Kann ich das Tutorial auf überspringen? Genau, das Tutorial überspringen wir einfach mal. Okay, das geht jetzt mittlerweile auch. Weil das hat mich in den Spielen immer am meisten abgefuckt. Diese dämlichen Tutorials. Das war immer sehr nervig. Also, die fand ich immer am schlimmsten, die Tutorials. Dass man auf die auch noch gezwungen wurde, die zu machen. Aber hier scheint es in dem Spiel nicht so zu sein. Dass man die Tutorials unbedingt spielen muss. Greif den Gegner. So, jetzt können wir auch mit der Ulti angreifen. Also es scheint ein bisschen anders zu sein als noch wie in Alicization Lycoris, wo man eine gewisse Leiste aufladen muss. Hier scheint das ein bisschen schneller zu gehen. Das freut mich auf jeden Fall. Aber den Gegner dürfen wir anscheinend immer noch nicht besiegen. Doch jetzt dürfen wir ihn besiegen. Alles klar. Das freut mich doch endlich. Jetzt konnten wir ihn auch brechen. Aber ich muss natürlich noch mal ein bisschen mit dem Kampfsystem erstmal natürlich klar werden, weil na, ich spiele das Spiel auch zum allerersten Mal. Deswegen ist es für mich auch noch ein bisschen neu. Schön, dass der Gegner auch mit da reinglitscht. So, den Gegner haben wir auf jeden Fall schon mal besiegt und wir bekommen sogar ein Blutnebelgewand.